Der spanische Fußballnationalspieler Dani Ceballos von Real Madrid hat sich verärgert über Ex-Coach Zinedine Zidane geäußert. Dieser habe ihm in der Vorsaison kaum Spielzeit eingeräumt, obwohl er sehr hart gearbeitet habe, sagte der 22-Jährige im Interview bei Radio Marca. Wenn die Wochen vergehen und du dich unwichtig fühlst, dann ist das sehr schwer, sagte Ceballos. Er habe sie dann gefragt, warum er kaum eingesetzt werde. Er hat mir gesagt, dass es Spieler gäbe, die vor mir stünden. Aber selbst als Toni Kroos und Luka Modric verletzt gewesen seien, habe der Franzose lieber das System umgestellt, als ihm eine Chance zu geben. Das brennt auf der Seele und tut weh. Ceballos war 2017 von Real Betis zu dem Königlichen gewechselt. Immer wieder berichteten Medien, der Jungstar habe einen schweren Stand bei seinem Trainer.